Death Metal. Pass auf, Rogers Schrottplatz kennst du ja sicher. Die Ballers unterhalten sich gerade mit ein paar professionell aussehenden Typen. Thema reiner Stoff. Du greifst dir das Paket und bringst es zu mir. Ich geb dir was dafür und jeder geht seiner Wege, als sei nichts gewesen. Klar? Ja, und damit herzlich willkommen. Ja, sorry, herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Ich muss mich nochmal ganz kurz entschuldigen, dass ich in der letzten Folge so abrupt abbrechen musste und auch die anderen, weil ich bin einfach geflogen. Bei mir war der Connect komplett weg. Komplett weg einfach. Ich war einfach. Ich war. Wir haben gewonnen. Spielen! Ich muss aber kurz was anmerken zu der Mission. Ah nein, nicht auf Spielen. Oh, genau, tut mir leid! Ich eigentlich noch anmerken. Das ist nämlich eine erforderliche Rang 6 Mission. Die hätten wir echt auf schwer spielen sollen. Ach, hab ich egal. Auch eben noch angemerkt, aber naja. Ja. Aber du bist auch noch gar nicht dafür bereit, Sarazar. Sechs. Ist das eine Mission, sechs, wo man Drogen holen muss? Ich finde die sehr abwechslungsreich. Ich glaube, die haben wir sogar schon gemacht, die Death Metal Mission. Ja, haben wir, glaube ich, schon mal, ja. Ja, das ist jetzt auch noch das Lustige ist, das ist mitten in der Stadt. Nein. Ach du Scheiße. Müssen wir echt so weit fahren? Oh nein. Ja, na klar. Okay. Und das Tobi, ist so schön, dass mein kurz. Auto auch in der Stadt ist. Ach, ich fahr so gern mit dem cool, Tobi. Cool. Ist immer wieder schön. Keine Autos. Ja, wo habt ihr denn die Autos? Hä? Ihr müsst eure Autos mal vom Schrottplatz, vom ja. Dingsplatz holen. Du bist lustig, wann denn? Lustigerweise ist mein Auto direkt beim Missionsziel, wartet das schon. Ja, das ist total sinnvoll ist. Das ist das, was ich meinte mit dem Autospawn. Ja, der Sarazar und ich, wir sind auf jeden Fall hier. Ja, wir machen nicht mit bei der Mission. Boah, zum Glück bin ich eingestiegen. Wie heißt das Spiel? Grand Theft Auto und es ist kein Auto weit und breit da. Aber ich gar kein Auto, Alter. Ich suche mal hier unten, lass mal aufteilen. Warte mal, kann ich meinen Mechaniker anrufen, dass er euch mein Auto bringt? Warte Mechaniker? Der Mechaniker? Mit einem Mescher? Hier ist ein altes Boot, vielleicht geht's damit. Das wäre natürlich geil. Aber man kann es da wahrscheinlich nicht runterstoßen, oder? Nee, leider nicht, das wäre ein Traum. Auch nicht mit meinem großen Glied, schade. Aber was man natürlich machen kann... Aber es sieht gut aus, das Boot, es ist ein tolles Boot. Bisschen Action. Okay, du benutzt dein persönliches Fahrzeug bereit. Wird leider nicht. Check doch aus, Tobi! Cool, das ist super gemacht, dass sie uns hier rausgeworfen haben. Ja, das ist auf jeden Fall, wir sind hier in der Wildnis. Brokeback Mountain. Puh, hey Tobi, hier. Wie geht's dir denn? Wunderbar. Ach, ist das schön. Wollen wir eine Mission Straße machen? In den Rädern. Ja, ist eine gute Idee. Ja. Kette 2 ist gleich angepisst. Mann, was ein Spiel, ey! Fick doch die Wand an! Mann! Ich hatte auf dir! Ja. Aber hier ist auch echt nirgendwo ein Auto. Wir sind im Sand, ein Auto. Alter, das ist echt. Bei uns Wahnsinn. Im Titel ist das Auto, aber wir haben keine Autos. Hey Mann, wo ist das Auto? Weil wir müssen, glaube ich, hier in dem Haus übernachten. Du und ich alleine. Vielleicht kommt der Christoph Krachten. Lass mich hier nicht alleine! Ich habe schon den Tennisarm für dich bereit gemacht. Lass mich hier nicht alleine! Du weißt doch, ich bin gut im Schleudervorgang. One night in Dennis. Oh ja. Ey, scheiße, wir können. Dennis, ein Leuchtturm. Alter, Tobi, wir sind ja in den letzten Folgen schon hier rumgefahren, ne? Genau die gleiche Strecke. Ja, hier ist dein Internet abgebrochen, ne? Ja, ich glaube ja. Der Gronk wohnt ja jetzt in Kiel. Hab ich gehört. Facebook weiß das. Was auf Facebook steht, muss stimmen. Ja. Boah, was da los war, Leute. Ja, das war. Ey, hier ist auch auf der Straße Verstehen Sie? Einfach. Verstehen Sie, meine Damen und Herren, gemunkelt wurde mir. Oh nein! Aber ich krieg's nicht, es ist weggefahren. Ich hab das Gefühl, nein! Ich bin immerhin hier oben auf der Straße und ich... Ich hab das Gefühl, bei zwei Cracknoten. Ich hab das Gefühl, in jeder Folge fahren wir erstmal 15 Minuten bis zum Ort, wo die Mission überhaupt anfängt. Ja, aber diese Mission, diese Folge machen wir jetzt mal wieder eine halbe Stunde. Und übrigens, weil wir im Moment nicht so viel aufnehmen konnten, das müssen wir vielleicht auch noch erklären. Mhm. Wir müssen uns ja hier immer zu viert treffen und wir haben im Moment auch echt viele andere Projekte. Oh yeah. Deswegen ist es halt auch nicht immer so leicht, eine halbe Stunde aufzunehmen. Wir freuen uns natürlich, dass ihr gerne so viel davon sehen wollt, aber... Ne? Oh, es ist halt nicht. Sorry! Aber dafür, machen wir bald in 24 Stunden GTA Online-Livestream, hat Dennis schon verkündet. Mit 15 Minuten Pause. Mit 15, alle 15 Minuten, 15 Minuten Pause. Und Feuer hinten auf dem Fernseher. Minuten, Tobi. 15 Minuten mal gewesen irgendwann. Und mal. Ja, Feuer hinten auf dem Fernseher. Ja. Wie geil. Ja, vielleicht muss man das wirklich mal ernsthaft erklären, weil ja viele sonst immer meckern und sagen, oh Sarazar, du Spasti, was machst du? Warum machst Folge du keine 7-Stunden-Folgen, du Herrhorst? Du hängst, wollte ich sagen. Moment, ganz kurz. Sarazar, ich möchte mal ein Danke hören. Danke. Für das Auto Mille Grazie, sag ich dir. Ja. Das versteht er nicht. Ach so. Mille ist mein Gehalt, ne? Ja, okay. Ich bin einverstanden. Zero Grazie.
Nee, aber man muss echt sagen, die beiden sind hier... Stufen wir dich mal schnell herab. Die beiden... Nee, nee, beim Dennis ist doch Nille das Gehalt. Ja, so. Nee, man muss sagen, ist das Gehalt man ins muss Gesicht. Jetzt ja, ist gut jetzt, ist gut, ich hab's verstanden. In jeder Folge werde ich immer gedisst, den Tobi sagt, weißt du, der Tobi ist euer Liebling oder Tobi was? Tobi ist super, ich mag Tobi sehr. Ja, Tobi, der Dennis... Ja, der ist nett im Gegensatz zu dir. Ja, warum bin ich denn böse? Ich bin doch nur unsympathisch, mich hassen alle Leute. Ihr habt mich zum Evil Knievel gemacht. Aua. Du solltest TV Total moderieren. Meine Damen und Herren, willkommen hier bei TV Total. Ja, Let's Plays, wer braucht das schon? Ja, mein Elton. So, weiter geht's. Wo stehen Sie? So, oh mein Gott, ich bin da mal weg, bis morgen. Der Sarazar macht hier gerade ein Nickerchen, guck mal neben uns hier. Begibt sich zu Rogers Schrottplatz, genau da steht auch mein Auto. Hey, wir kriegen unsere Autos wieder. Drück doch mal ja, bei geil. Der Analogstick, Sarazar, mach mal ganz kurz. Ach nee, mein Auto steht in der Stadt irgendwo bei der Insurance, glaube ich. Das sah nur so aus, als würde es da stehen. Ich dachte, das steht da vielleicht. Gott sei Dank ich. Ich guck mal auf die Karte kurz, bevor der Dennis mir wieder irgendeinen Schrott erzählen will. Ach, mach mal, drück mal beide Analogsticks, komm. Wollen wir hier warten so lange vielleicht? Moment. Ja, hat schon angefangen, guck mal, das Koks ist schon markiert. Ja, da seid ihr wieder dabei. Wir warten, aber wir warten. Ziehen Sie sich schön alleine rein. Guck mal, ich hab das Auto hierher gefahren, ohne dass es kaputt gegangen ist. Oh, was machst du da? Ups. Oh, hast du? Nee, ich hab mich nur an die Wand gestellt. Aber die Mission wurde aktiviert, sobald wir in die Nähe kamen. Ihr seid doch alte Dödelköppe. Ihr seid doch solche... Wir machen hier nichts. Wir warten auf euch. Genozoros, Ich muss schießen. Ja gut, also die Mission... Und Sarazar, wie findest du die Mission so? Ja, super. Ich bin begeistert. Weißt du, lasst uns erstmal im Auto stehen und dann macht ihr einfach die Mission, ihr Penner! Mangel! Boah, der Sarazar, da hab ich immer Angst, wenn der so. Ich brech dir alle Knochen, du Wichser! In Schrott und Knochen! Aber es sind 23, Junge! Raute! Wenn du verstehst! Meine Damen und Herren! Das Koks wurde fallen gelassen. Ey, was seid ihr denn für Fraggles? Ja, wir haben das Koks nicht fallen lassen. Wir wurden immer angegriffen. Wir können ja nichts dafür. Wir müssen uns verteidigen, sonst sind wir tot. Wir müssen ja auch ein bisschen Action hier machen. Wir stehen ja noch vor dem Tor und warten auf euch. Way, geil. Oh, du stehst auch vor dem Tor, ne? Ja. Ich wollte uns ein Cabrio verschaffen. Ey, das war mal krass. Guck mal, der ist einfach gespawnt hinten gerade, so der Tanker. Juhu! Ups. Oh. Wir sollten mal nicht so kommen wir übermorgen. Das Koks. Ja, mit dem Wagen kommen wir sowieso übermorgen. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Komm, wir trinken einen Kokstail. Oh Gott. Hey, bleib in Deckung, Junge. Mit Koks und Tails kennst du dich ja aus. Mit Koks und Tails. Tails ist doch der Bruder von dieser Kumpel von Sonic, ne? Ja, jetzt staunst du, wie ich das jetzt durch meine Gamerkenntnis gerettet habe. So. Ich habe bei Tails eher direkt wieder an Thales buchstabiert. Ja, ich weiß, woran du gedacht hast. Ne? Ich weiß genau, woran du gedacht hast. Der Sarazar ist so ein schlimmer Finger, Freunde. Also... Wie er sich jetzt schnell versucht, auf unsere Seite zu schlagen. Ja, widerlich. Wer denn? Dieser Opportunist. Benutze nicht Wörter, wovon du nicht die Bedeutung kennst. Freundschaft, Liebe, Frieden. Ach, geil. Wie der Typ da hinten hinterm Auto ernsthaft versucht, uns abzuschießen da. Ja, der möchte auch mal seine Bedürfnisse zeigen. Hey, da kommt jetzt noch einer. Oh, Freunde, wir sind schon in Los Santos. Ja, geil, wir warten auf dir. Ja, ich bin bei dir. Ich chille hier neben dir. Mach's mir gemütlich und betrachte diese geile Kinoperspektive. Drück doch mal beide Analogsticks. Oh, ich hab grad voll das Grafikgeflackere hier irgendwie. Okay, weil du es willst. Du willst es wirklich, ne? Ja, komm, mach mal. Ich hab's nicht gesehen. Mach. Was macht ihr denn da? Kommt der mal ran? Der Sarazar zündet sich gerade eine Kippe in meinem Auto an. Ja, der feine Herr ist ein super Vorbild für seine Zuschauer. Ja, dann guck das Let's Play hier auf meinem Channel. Da geht die Mission noch 5 Stunden früher los. Ja, weil sind so eine Level. Am besten ist es eigentlich ohne Scheiß einfach alle Perspektiven zu sehen. Natürlich. Das ist echt eigentlich ein richtiger Kniff. Man muss eigentlich wirklich alle Videos nebeneinander machen und dann gleichzeitig Play drücken. Das ist Am Knaller. Besten, du musst die anderen aber den Sound ausstellen. Du darfst nur bei einem Video Sound anhaben, weil sonst irritiert das immens. Ja, so bei der Heideltrau zum Beispiel. So, guck mal, ihr dürft euch jetzt das Koks holen und dürft super wegdrehen. Scheiße abgemischt bei dem. Bei dem würde ich nicht gucken. Guck mal, wie sie reinrennen, Alter. Ja, natürlich. Alter, die Mission haben wir da vor 5000 Jahren mal gemacht. Hallo, das ist voll die Noob-Mission. Was wollt ihr denn hier? Bitch! Euch esse ich zum Frühstück! Komm her, du. Habt ihr Bock auf Gangbang? Boah, ich bin gleich tot. Bitte was? Tobi, was bist du denn für ein Noob? Hast du gerade Gangbang gesagt? Was? Tobi! Das ist übrigens die erste Mission, die wir gemacht haben. Geil. Ach. Und für den Scheiß sind wir jetzt 10 Stunden gefahren. Ja, war doch schön. Ja, ja. Mitfahren. Guck mal, kannst du beim Gronkh einsteigen?
Der meint ohne Hose, ich steig ein. Ich hab noch Plätze frei, zwei Stück. Warte, ach, wenn komm, du willst. Wir steigen einfach bei euch alle ein hier. Komm, oh. Wo ist denn Tobi eigentlich? Ich fahr mit meinem Auto. Oh ja, auch oh, der feine Herr wieder. Ja, aber echt. Nee. Ich mein, ja, Panzer. Das war eine super Mission. Hat sich voll gelohnt für euch. Ja, mega. Für uns alle. Cool, auch jetzt, dass du direkt einen Platten hast. Das ist ziemlich, ja, das ist natürlich, das ist total geil. Gregor-Style. Vor allem, ja? Ich fahr kurz irgendwo gegen, zack, Reifen so, sofort weg. Was Tobi, das war eine Abfuhr, ne? Wie der Tobi, wie der gebremst hat. Oder Tobi, hast du dich einfach nach hinten gelehnt in deinem Auto? Spasti. Guck mal, ich bin schon da, wo seid ihr denn? Ja, wir haben leider alle nicht so eine Bunzenkarre wie so du Mieser, sagst du. Ja, ja, hat bei mir auch ups, was. Alter. Oh, was ist das denn hier? Muss ich der Airbag gehen, oh, an? Alter! Ja, danke, Dennis, für die 8.000 Alter, ich musste dir gerade 3.000 zahlen, das war nicht mal. Dankeschön, Dankeschön. Scheiße. Ihr seid so bescheuert, Alter. Ihr seid scheiß so die Wand an, du mieses Kotelett. Rein da. So, abgeliefert. Und nu? Geht nochmal die Tür auf, wie immer. Es ist ein anderer diesmal ohne Mütze. Ach, jetzt endlich. Jetzt. Oh, hallo, Tobi, Tobi in Schwarz. Alter, Tobi! Aber der Tobi in Schwarz! Aber original? Nein! Das ist ja unfassbar. Sieht echt aus wie der Tobi. Nur ein bisschen geiler, aber sonst... Ein Schwobi, ein Tobi in Schwarz ist ein Schwobi. Oder ein Naobi. Oder ein Tarz. Oh, so, geil. Ist auch schön, einfach mal hier gemütlich eurem Gespräch zu lauschen. Oh, ich bin Level 22! Da ich ein Dollar. Ich bin erst 14. 1000 Dollar, das ist Geld! Ja, gefällt mir nicht. Oh geil, ey, ich hab einen Kill, Junge. Was geht? Geld ist eine schöne Sache. Nee, die wieso hab ich nur zwei gekillt? Wieso hab ich nur zwei gekillt? Ich hab doch mehr als zwei gekillt, hä? Nee, Tobi, die anderen alle gesappt hat. Der Gronkh. Der Killstealer. Gronkh. Killstealer. Ja, du hast ihn nur auf den Boden geschossen. Ich hab dann den Rest gemacht. Ach so, wie im Herrenclub. Machst du ein Let's Play von Battlefield 4? Ja, nein. Der Sarazar macht das doch nicht. Hat er sich anders überlegt. Warum denn, Gregor? Stattdessen kommt jetzt Battlefield 1 nochmal. Oh, das nee, ist, nee. Ja, meine Damen und Herren, das ist ein Let's Play. Battlefield 1? Ja. Ist ja, ja eigentlich doch Battlefield 1942, ne? Was war das erste Battlefield? Er macht jetzt hier den Experten. Wählen wir denn aus? Das weiß ich gar nicht. War nicht das erste, oder? Ja, ich kann keine Stimme abgeben. Ich hab bei mir die ganze Zeit nur Wolken. Ich also, auch. Hallo, ich auch. Und ich kann nur über Stimme abgeben und sehe nichts. Wieder eine super Folge heute. Da ist es. Wir können ja mal hier die Elbe. Wir machen freier Modus und holen uns mal Autos wieder. Abgeben und Wolken. Liegt das jetzt an mir? Alter, ich krieg schon wieder keine Liste angezeigt. Ich jetzt, auch nicht. Jetzt endlich, Alter. Was ist mit dem Connect los? Wollen wir vielleicht freier Modus und unsere Autos wiederholen? Ich hab ja nicht mal Autos. Ja. Ich hab was meins gerade zerstört. Freier Modus ist eigentlich eine gute Sache. Kommen wir da auch alle zusammen auf eine Karte? Ja, das ist die Sache. Ich glaube ja nicht mal den freien Modus. Insofern wird das bei mir ziemlich schwer. Das schaffst du schon, ja genau. Oder ihr wartet 4 Sekunden, dann müsst es eigentlich rein theoretisch weitergehen. Wir warten einfach mal auf den Sarazar. Also, das ist eine gute Sache, Gregor. Ach, jetzt hat er automatisch gewählt, na toll. Ich mache ein Angebot. Super. Was du nicht ablegen kannst. Eine Sekunde, bevor ich auf dem Screen war, habe ich dann hier den freien Modus wählen können. Kilomet. So, jetzt wollen wir gucken, wo wir jetzt auf welcher Karte wir herauskommen, damit wir dort unsere Let's Play-Tätigkeiten fortsetzen können. Aber Let's Plays sind doch gar nicht so gut. Nein, Let's Plays bestehen auch nur aus Fuck und Scheiße, wie wir gelernt haben, durch das Fernsehen. Denn so macht man eine Aufnahme. Fuck, Scheiße. Also, ja, meine Damen und Herren. Hier passiert gar nichts mehr, ja. So wie ich freue mich, ich freue mich, dass wir extra für GTA Live zahlen, für Xbox Live. Das ist einfach ein Traum, einfach die Zuverlässigkeit ist super. Also mein ich Handy bin mit der Heidelraut in der Session hier. Cool, ich bin alleine. Tobi! Oh, der versucht mich jetzt bestimmt abzuknallen hier. Oh, Tobi, guck mal hier, Tobi, erstmal für dich. Naja, wunderschön. Wir haben Probleme. Komm, wir steigen mal bei dem einen hier, bei dem Lucifer. Nee? Nee. Der hat eben schon auf mich gezielt. Lass mal bleib mal stehen, ich hab hier eine Mission mit Simeon. Gut, Mensch. Sollen wir das einfach mal machen? Ich kann nichts machen. Ich bin noch im Lade euch dann einfach Tobi? Ein. Ich bin noch im Ladebildschirm. Warum macht der böse Mann das mit mir? Ja, ist gut. Wir haben es verstanden. Oh, guck mal, hier ist ein Auto. Boah, die Ladezeiten. Seid ihr alle in einer Session? Ja. Nee, ach, der Gregor hat sein Auto in Rot gefärbt. Ja. Tobi, komm. Oh. Ich will dir nichts sagen, aber ich habe ihr Auto. Das ist lieb, aber bitte geh sorgsam damit um oder ich werde dich kastrieren. Seid ihr bereit, sorgsam. Kinder? Ups. Seid ihr sorgsam. Bereit? Ja. Ich mach Schwierigkeitsgrad diesmal schwer. Ey, Alter! Ich hab doch gar nichts gemacht! Der Gronkh hat den Tobi gekillt. Ich wollte dich gar nicht killen, Tobi. Aber.
Das Problem ist, jetzt ballern die alle auf mich. Was ist denn los? Das ist der Gronkh, ja? Der redet erst mit den Leuten ganz nett und dann tötet der die. Du hast meine Karre kaputt gemacht. Aber ich wollte doch nur das Auto schön hier für dich tunen. Tobi, ich kann dich nicht einladen, du bist unsichtbar. Thunfisch. Hä, ich bin unsichtbar? Gronkh, ich hab dich eingeladen, ich meine den Tobi. Ach, Tobi. Warte. Heidetraut ist auch eingeladen. Oh, ich bin eingeladen. Jetzt bin ich online. Nee, ich bin gar nicht eingeladen. Doch, ich habe Einladevorgang, steht hier gerade bei mir. Was ist denn da wieder los? Keine Jobs wieder? Keine Jobs verfügbar. Das dauert bestimmt einen Moment. Doch, jetzt ist der Gronkh drinne. Der ist jetzt eingeladen. Bei dir müsste der Job jetzt stehen im Handy. Play Massive hat eine Einladung geschickt. Ich muss erstmal joinen. Bist du in meiner Session? Alter, das dauert ja alles ewig gerade. Oh, jetzt der Gutmensch. Alter, ich bin noch ein guter Mensch. Ihr friert gerade alles fest. Ich kann gerade nichts machen. Die Aktivität ihrer Freundin in diesem Spiel. Was? Hä, was will denn der von mir? Ladies and Gentlemen, willkommen bei GTA Online. Boah, manchmal ist dieses Spiel so bei. Irgendwie sind die ganzen Einladungen im Sande verlaufen. Die hat irgendwer aus dem Briefkasten geklaut. GTA also auf jeden Fall, GTA Online ist ein ausgereiftes Produkt, ja. Also hier steht, tritt bei wenigstens vor. Ja, ich bin dabei. Jetzt fehlt der Tobi tritt auch dabei. Der Gronkh ist auch eingeladen, aber du kannst irgendwie nicht. So, warte, ich versuche mal. Oder was ist los? Warte. Ja, komm, $500 für ein Fahndungslevel. Leck mich am Arsch. Ich bin drin. Ich bin doch ein guter Mensch. Ich erweise den Armen und Schwachen der Stadt wertvolle Dienste. Ich gebe Bedürftigen Kredite und Hoffnungslosen Hoffnung. Du musst dich ein bisschen beeilen, wenn es geht. Wir haben nur damit ich diese edle Arbeit weiter tun kann, brauche ich mehr Autos. Sie zu kaufen kann ich nicht mehr leisten. Also klauen wir die reichen Idioten im Granty Manager für Allgemeinwohl. Fürs Allgemeinwohl. Geil. Bitte schaff mir ein paar von ihren Luxusschlitten in den Ausstellungsraum. Boah. Mach mal deinen Hauptschulabschluss nach. Alter, bei mir lädt er sich einfach tot. Ich sehe nichts vom Zwischenbildschirm. Ich hänge hier nur in den Wolken. Ey, das hatte ich eben auch. Das hatte ich eben auch. Warte mal. Bei uns steht, dass du beitrittst. Ja, bei mir steht gar nichts. Das hat eben auch gedauert. Aber hier das Spiel kann ich das irgendwie. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich beitrete. Nee, der wartet aber, ja so lange. Du trittst uns bei und der wartet ja auch so lange, bis du beigetreten bist. Der startet das Spiel nicht, während noch einer beitritt. Ja. Also das ist ja gut zusammengefasst. Jetzt ist er da. Sehr schön, dann gehe ich jetzt auf Spielen. Warum freue ich mich eigentlich schwerer geschaltet, weil es nur Level 10 ist. Ja, mach doch schwer, jetzt hast du wieder auf Normal. Hä? Nee. Jetzt hast du Normal. Da bin ich aus Versehen gerade da drauf gekommen. Weil ich auf Mann, Sarazar. Ohne Scheiß. Ey, was kannst du überhaupt? Alter, ich bin gerade runtergescrollt, bestimmt aus Versehen ein bisschen nach rechts. Aus Versehen. Ja, aus Versehen wollte ich dem dann doch keine Erfahrungspunkte schenken. Naja, dann nicht. Dem Tobi braucht man auch keine Erfahrungspunkte mehr in den Rachen schmeißen. Ne, Tobi? Kannst mir andere Dinge in den Rachen schalten. Halt was denn, mein gewaltiges Glied? Warum kommt in jeder Folge eigentlich ein Penis oder Glied vor? Könnt ihr mal aufhören damit? Ich hab so Gliederschmerzen. Warte mal. Also ich hab's gar nicht nötig, davon so oft zu erzählen. Der Gronkh treibt's immer mit den ratiofarmen Zwillingen. Was? Gut, aber das ist ein offenes Geheimnis. Ja? Ja. Und der ist gut. Nice, der Wagen. Und der ist auch nice. Du, Gronkh, ich hab hier ein Auto für dich. Komm mal her. Warte. Da stehen hier Penner. Der sieht aus wie ein Golf von hinten. Ihr wisst ja, wer hier so, ne? Ich bin ein Fan von Golfautos, also von VW Golf. Ist ein schönes Auto. Von Golfautos, Autos, die vom Golf kommen? Ne, vom Caddy, vom Caddy. Ich hab hier so einen Hybridwagen. Ein Golf, der von Golf kommt und von einem Golfspieler gefahren wurde. Ja, ist gut, Sarazar, wir haben den Witz alle verstanden. So. Hier schieße ich gleich. Aber ich dachte, wir sind Freunde. Dachtest du? Aber wir kennen uns doch seit Jahren. Seit Jahren, da hattest du noch kein Bart. Und da warst du noch, hattest du noch kurze Haare, so eine Igelfrisur. Echt? Weißt du noch? Nee. Mit dem Vollbart. Der rennt da, willst du mitfahren? Aua. Oh. Steigen Sie ein. Ich würde mitfahren. Ja, was geht mit Ihnen denn? Cool. Herr Sarazar. Ich darf mal mit dem Tobi fahren, weil der Gronkh sich nicht direkt die Karre gekrallt hat. Was ist denn los? Ja, ich dachte, ich mache jetzt auch mal einen auf Samariter hier, weißt du? Cool, dann kann ich ja mit dem Tobi schnell die Mission heimlich vorher starten. Hör mal, sowas mach ich auch nicht. Nee. Scheiß doch nicht Heideltraut. Leute, unterstützt diese Aggression. Startet bitte eine Petition. Eine Petition? Die Petition soll heißen... liebesvolles Umgehen mit Heideltraut. Liebesvolles Umgehen. Hast du gesoffen, oder? Ich sag ja, mach mal deinen Hauptschulabschluss. Tobi, den habe ich doch bei dir gemacht. Ja? Deine Mutter hat mir doch Denglisch gut beigebracht. Können wir den bitte Knebel besorgen langsam? Boah, er fährt da vorne. Ne, ist gut, Sarazar. Ey, mute den doch schon schnell bitte alle beim Team Speak. Hallo! So. Boah, Mist.
Was ich gelernt habe, ist, den Sarazar einfach immer zurückzudissen. Den Gorn genauso. Weißt du, Leute, ich weiß, ihr mögt mich alle nicht. Zurück zu pissen? Und das mag ich nicht. Ich mag das nicht. Hallo. Das ist so seid ihr bescheuert? Ihr habt die Mission gestartet! Was? Wer hat die Mission gestartet? Wer hat die Mission gestartet? Das habe ich Uli ja nicht niemand. Der Sarazar wahrscheinlich ist wieder mit natürlich. Seinen Fingern da drauf gekommen. Natürlich, habt ihr die Mission gestartet und ich weiß nicht, welche Autos wir jetzt sehen sollen. Ist es dieses? Ich glaube, es ist nicht. Ja? Es ist es nicht. Nee, das hier ist es. Es ist das hier? Fahrt ihr los? Nee, das ist vom Tobi eigentlich. Warte mal kurz, jetzt warte mal ganz kurz, lass mich mal einsteigen. Ja, ganz klar. Ja, natürlich ganz klar. Ach so, ich dachte, wir sollen warten, bis du da wieder ausgepackt bist. Ja, komm, Dennis, steig ein hier. So. Alter, steig doch ein, du Spaten. Ja, ich bin auf dem Weg, Mann. Genau die Straße blockiert, unseren Alter. Fluchtweg. Alter, wie schlau. Stell doch dein Auto noch. Hol doch drei Autos. Alter. Oh, fahr zurück, Tobi, fahr zurück. Tobi, bitte fahr zurück. Boah, du bist so ein Spasti, Alter. Merkst du es überhaupt? Du wolltest doch, dass ich den Weg frei mache. Ja, es hat super geklappt. Ja, guck. Geht. Geh raus. Ja, wo muss ich langkommen? Setz mir einen Ziehpunkt. Warte, ich setz dir einen Ziehpunkt. Ich weiß noch nicht genau, wo wir hin müssen eigentlich. Oh, danke, Tobi, für den Twist. Okay. Ah, ach du Scheiße. Oh, das war eine Hallo? Auswand. Oh, ist das geil. Hä? Hier ist kein Punkt auf der Karte. Ich sehe keinen. Du musst erst die Cops abhängen, mein guter Gregor. Nee, Punkte auf der Karte kannst du trotzdem setzen. Auch mit Cops am Arsch. Nee, aber es gibt keinen Punkt. Alter, ihr übertrieben. Es gibt keinen Lieferpunkt, bei mir auch. Es gibt keinen Lieferpunkt auf der Karte. Ja, ihr müsst erst die Polizei abhängen. Okay, häng mal die Bullen ab. Weißt du, wie der Wagen sich anhört? Nee, ich will nur einen Punkt haben, wo ich hinfahren soll, in Sicherheit, weißt du? Ach der Wagen so, macht die ganze einfach Zeit irgendwo eine Gasse reicht darum, ja. Genau, sowas wird's bringen. Ansonsten weil hier muss ich mich nicht darauf konzentrieren. Eine Gasse, da bin ich groß geworden. Da, weißt du, da ist der übliche Punkt. Kann nur sein, dass wir dann zu weit vom Ziel entfernt sind, aber wir wissen ja nicht, wo es ist. Ich glaube fahr ruhig in die Kanalisation, fahr ruhig runter. Oh ja, da bin ich gerne in der Kanalisation. Alter, bei mir hüpft das wieder eine total. Ratte. Der war gut, mein Freund. Ja. Wo stehen Sie? Der Sarazar, ja, ist heute lustig drauf. Der macht immer gerne Witze. Runterfahren? Ja, komm, fahr runter. Ich soll ja fahr runter. Alter, runter, das Auto muss ja noch halten eigentlich. Tobi, ich bin sehr verlockend auf die Männer da zu schießen. Guck mal, das ist doch sanft gelandet. Tobi, da kommt ein Polizeiauto zu uns. Tobi! Jetzt müssen wir eigentlich nur noch. Hier, fahr da in den Tunnel rein. Hinter uns ist ein Tunnel. Hinter uns. Tobi, der ist an uns vorbeigefahren und hat sich die Kopf abgegangen. Alles cool. Ja, dann einfach. Jetzt müssen wir die Karre ohne Motor auf und zurückbringen zu Simeon. Das ist egal. Oh. Das Auto hört sich echt schrecklich an, Ja, das Auto macht. Wo fahr ich denn hier am besten raus nochmal? Komm, Tobi, hier vorne rechts, da kommst du durch. Hier rechts. Hör doch auf zu schießen. Elegant! Oh, Tobi, du hast ein geiles Loch gefunden. Wo man sich verstecken kann. Komm, wir parken auf dem Behindertenparkplatz, Dennis. Das ist ja jeder Mann. Das ist gut. Der verschwörend. Hier darf ich parken, sonst keiner. Der war was ist denn gerade? Was war das denn jetzt? Was? So, jetzt sind wir drauf auf der Street. So, super, los geht's. Super. Die Karre sieht auch fast wie neu aus. Ja, kein Problem. Können wir so abgeben. Alter. Du bist Spiel Watch Dogs. Watch Dogs. Ja, kommt er später leider erst. Hätte ich sonst gerne gemacht. Ey, wie das leckt einfach. Aber hier. Mega. Also echt, wer hat denn was habt ihr denn für ein Internet, bitte? Nee, wenn das bei uns beiden leckt, dann liegt das entweder am Boah, ich hab gebremst. 2 Stunden später hat der überhaupt reagiert hier gerade. Das ist ein Neuwagen. Okay, hier in die Baustelle müssen wir rein irgendwo. Warte, wo fährst du hin? Hier müssen wir, hier, Servicing, da ist er. Boah, also ich muss sagen, das Sounddesign von diesem Auto ist eine Katastrophe. Wir haben es geschafft. Yeah, geil. Karre sieht flott aus. Tobi! Egal. Alter, ich muss da hin. Warte. Ah ja, du. Das hat voll geleckt gerade schon wieder. Tobi, du musst auf den Parkplatz parken, du kleine Rotzlöffel. Ja, und jetzt? Nee, der Tobi parkt scheiß. Ja, natürlich. Scheiße, natürlich. Gut parkt er. Scheiße, und sagt jetzt geil, Autos, super geil, Jungs. Ja, meine Damen und Herren, das haben sie ganz gut gemacht. Danke für die Autos. Danke. Alter, wir sehen aus wie so eine behinderte Bande. Die Strolche, die Vorstadtstrolche. Wir nehmen jeden. Geil! Level 18. Level 41. Drecksau, halt die Schnauze. Cool, Erik hat einfach alle getötet. Mehr mussten wir gar nicht machen. Der Gronkh, der hat die dicke Wumme ausgepackt, ja. Ja, natürlich habe ich Sprengklanage angeschaltet, dann ging's los. Ja, machen wir jetzt ja heute noch eine kleine längere Mission, weil die letzte Folge ja so kurz war. Ja, komm, also gefällt mir. Sollen wir nochmal ein Rennen fahren? Nein! Ja, fand ich gut.
Das also, Ende vielleicht mit meinen noch mal. Rennskills, also ich immer super mit 70, Klasse 70 Level oder Level 90 zu fahren. Diese Rennen sind aber irgendwie unspannend, finde ich. Da kannst du auch nicht vor Speed Let's Playen, ganz ja, ehrlich. Aber das gehört das auch so zu GTA dazu. Nein. Also man könnte da ein bisschen debattieren jetzt darüber. Oder ein kleines Röntchen Deathmatch, was wir halt jetzt hier haben. Ja, das wäre doch mal lustig. Ich habe mal richtig mit Segeln Bock, Kong auch noch nicht gemacht. Ich hätte gern einen vernünftigen Connect und dann was spielen. Das wäre schön. Lass doch mal komm, hier fort. Deathmatch 4 fort, 6, fort komm, okay. Ja, das ist gut. Ihr wisst ja, wer GTA online geguckt hat, der weiß ja, wer der Deathmatch-Meister hier ist. Ja, ja der Gronkh war es mal. Hat er ja. Aber vielen Dank, dass du mich da extra nochmal erwähnst. Find ich ja, siehst du, ich mach doch nur. Eigentlich hätte ich den Tobi nennen wollen. Das wäre der Einzige, dem ich es gönne hier in der Runde. Aber das höre ich immer gerne. Oh nee. Weißt du, Sarazar, du machst dich ja richtig Freunde. Ja? Halt euch wundert, warum es so lange dauert. Ich sehe den Auswahlbildschirm nicht. Ich habe genügend, ich brauche keinen weiteren nichts. Dennis. Also hier tut sich gerade wieder viel. Ja. Wow, ich habe einen Auswahlbildschirm. Oh, geil. Ist das jetzt also, vor Zunkumunku ja, oder was das? Zunkumunku. Geil. Lese doch mal vor, Gregor. Lester ist jetzt ein Kontakt, den du besuchen kannst. Er ist mit L auf dem Radar markiert. Das ist das Einzige, was bei mir steht gerade. Eine Frage. Wofür steht das L? Das ist doch, Death Note, das war doch der Typ da, oder nicht? L. L? Death Note? Lester. Lecken? Nee, L, einfach L. Einfach. Will man lecken? Einfach L. Hallo? Einfach L. Ich hab ihn nur. L, wie L? Einfach L. Mr. L, Mr. L. Ich weiß es nicht. Mr. Langfinger. Mr. L bei Clever und Smart, kennt den jemand? Schreibt mal lustige Namen mit L in die Kommentare. Zum Beispiel wie. Lutz. Wie Leidetraut, Heideltraut fängt doch nicht mit L an, Sarazar. Leonora. Oh, Sarazar. Sarazar, mach Lusche doch mal einen Hauptschulabschluss. Halt. Hey, konnte Job oder Aktivität nicht beitreten. Ich konnte nicht beitreten, übrigens. Ja, ich auch nicht. Ich hab doch schon einen Bildschirm. Cool. Sitzung wird beendet. Jetzt, nee, ist alles cool. Bei mir stehen voll viele Spieler gerade. Oh ja. Gronkh tritt bei. Gronkh tritt nicht mehr bei. Ey, warum ist das wieder so? Ihr müsst mal einen rausschmeißen. Ach, Alter, ey, das ist doch zum Heulen immer. Muss ich das erst. Wie starte ich das denn? Meinst erstmal. Ach, guck mal, der 616-Player ist raus, Gronkh. Jetzt kannst du wieder rein. Ich kann nicht rein, weil ich jetzt 10 Jahre. Ich kann nicht. Ich hänge im Ladevorgang für 10 Jahre. Gronkh, komm doch mal rein. Nein, ich will nicht. Ich finde es viel geiler, das Let's Play, wenn ich immer einen Ladebildschirm habe. Warte, ich gebe mir den Heidel traut, dann kannst du reinkommen. Weil ihr seid so böse zu mir. Seit Folgen zieht sich das durch. Alter, jetzt haben wir Sergeant Bilbo und all solche Leute. Ey, das ist super ätzend. Ich hänge ja aber am Ladebildschirm. Erzähl doch mal, was siehst du denn gerade? Wolken. Jetzt auf meinem Channel exklusiv Wolken von oben. Das ist total geil, die aussieht. Jetzt bin ich wieder. Woran hast du gerade die iCloud? Ich bin jetzt am Militärgelände gelandet. Ich weiß nicht warum. Ja, sag mal, weil da die Mission ist. Wie werfe ich denn jetzt wen raus? Du musst auf Tobi erklären mal. Das ist schon bei. Tobi, ich habe nur 50 Sekunden. Du musst auf Info beigetretener Spieler gehen. Schnell! Hä? Wo ist das denn? Hast du schon Einstellungen speichern gemacht? Nee, hier steht ja nur spielen. Und mir ist nicht so warm, Leute. Da müsste irgendwo. Steht ja nicht Info beigetretener Spieler, muss doch da stehen. Ich finde es nicht. Stehen neue Spieler? 5 von 6. 5! Seht schon die Kommentare. Sarazar, da steht es doch! Drück mal B. Ach, Alter, ich würde gerne picknicken gerade hier. Ist voll schön. Bist du sicher, dass du den Job verlassen willst? Nein. Nee. Boah, ist euch auch warm? Gamer, ihr habt ja alle Gesundheitsmeinung des Gegners, Tageszeit, Wetterverkehr, Radio, spielen. Nee, eigentlich müsste da halt irgendwo. Du bist aber vielleicht auch der Host. Warte mal, nein, er muss wahrscheinlich erst auf Spielen drücken, Tobi. Nee, dann geht's oder? Los. Dann geht's los. Ja, jetzt so eine Sache hier: Ein Fall für Aim Abdallah. Abdallah. Jetzt wird die Sitzung natürlich gestartet. Ja, das ist natürlich super geil. Meine Damen und Herren, und das ist sogar Fahrzeug-Deathmatch, ne? Das ist auch geil. Ja, aber ist ja behindert, wenn jetzt. Warte mal, jetzt bin ich hier im Wetteinsatz, jetzt gehen wir alle auf Beenden. Ja, wo denn? Ja, oder so. Ja, zurück, weil es jetzt. Muss ich da B drücken, B wie. Blasebalg. So, ich bin draußen. Boah, das war Fahrzeug-Deathmatch mit dem Jet, ne? Ja, das wäre mal geil gewesen. Geil. Scheiße. War toll, Erik. Ja, super, Gronkh. Ich gönn euch das einfach nicht, weißt du? Spaß heute, am Spiel. Heute läuft's einfach nicht so. Aber ne? Deswegen war der Erik jetzt also, gerade am Militärplatz. Also ja, der Connect hat, der ist hat einfach für den Arsch. Der Connect ist einmal heute voll für den Arsch. Aber das liegt ja nicht mal an mir zwangsweise, sondern tatsächlich am ganzen Netzwerk, weil er hat ja auch diese Lags und so. Ich hatte das auch vorhin, ja. Jetzt habe ich einfach mal 4 Sterne, wo ich hier gespawnt bin. Hammer. Ich auch, super. Und alle Typen voll. Drumherum. Ja, das Geile ist, ihr seid ja wenigstens gespawnt. Ich habe hier wieder diese Ansicht von oben. Da kommt geil, hast du Wolken wieder?
Ja. Ey, du klaust mir voll meinen exklusiven Content. Mann, ey, wenn das gewisse Leute auf YouTube hören, die kopieren das gar nicht. Oh Mann, scheiße. Ich bin ja genau in dem Militärbase. Hast du immer noch Wolken, Erik? Nee, ich fahre jetzt hier sinnlos durch die Gegend und warte. Okay, pass auf, dann schaue ich jetzt noch mal ganz kurz. Komm her, du dreckiger Sack. Oh. Keine Jobs verfügbar zum Mitmachen, das gibt's doch nicht. Gibt's doch gar nicht. Ich frage mich, woran es liegt, an GTA oder an Xbox Live? Würde ich gerne mal wissen. The question is the question. Aha, ich rufe wow. Mal an, weiter. Organisiere uns einen Job, den wir zu viert starten und dann mache ich wieder so eine private Nummer. Okay. Job anfordern. Right, I'll send you something. Grüß mal, Gerald. Uns was. Ja, ich habe gesagt, viele Grüße von Gronkh, Gerald. Ah, cool. Gut gemacht, Mann. Oh, ich habe einen Kampfjet. Hat uns jetzt einen neuen Job. Warte, ja, er hat Einladung. Probleme am Pier, die wollten wir immer machen. 1-4 Spieler. Und haltet euch jetzt bereit, Freunde. Probleme am Pier haben wir doch vorhin schon gemacht. Echt? Das war, ja. Als wir am Pier gelaufen sind. Yeah, da Leute. Da gab's Probleme. Alter, das kann doch nicht sein, dass direkt jemand hier drin ist in der Session von jemand anders. Ach, es ist so schön! Es ist so schön, wie problemlos alles läuft! Na gut, dann klappt's halt nicht, diese Folge. Ich weiß auch nicht, ich kann's auch nicht ändern. Ich krieg jetzt Überschwemmung in Los Santos als Angebot. Ja, nehmen wir das mal an, nimm sie das mal an hier. Okay, ich muss nur mal ganz kurz runterfallen, jetzt kann ich die annehmen. Die Frage ist. Ich lauf gerade durch den Schlamm. Von Gerald kriege ich die gerade, Überschwemmung in Alice River. Ja, komm, nimm an. Zack, zack. Nehme an und dann guck ich mal, wie ich euch einladen kann. Den Kuckuck. Huhu. Pau, pau. Was ist hier los, ey? Was ist heute hier los? Man weiß es nicht. Wo stehen sie? Oder so. Ehrlich? Lach nicht so. Spieler 1 bis 4. Ich meine mal ganz kurz. Wie kann ich euch. Tobi. Ganz kurze Frage. Wie kann ich euch jetzt einladen? Mit Radio Gaga. Nein, du steht musst auch da alles. Ja, genau. Ich kann dir nur die Einstellung bestätigen und fertig. Ja, genau. Häng doch die Hosen. Mach Einstellung bestätigen. Ach, jetzt Einladung aus meine Crewmitglieder mache ich. Nein, ne? Freunde, auf jeden Fall. Meine Freunde. Freunde wählen. Nein, meine nicht Freunde. Alle Freunde. Wir sind Freunde vom Grund, Tobi. Ich hab sowieso aus euch. Ich hab euch aus euch keine Freunde. Der Spieljunkie. Wie bist du das? So, habt ihr. Ach hey, die Mission ist noch nicht mal auf Deutsch übersetzt. Geil. Ist das Rückführung aus El Burro? Nein. Nee, Überschwemmung ist Lilith River. Geil, Tobi ist da. Bei mir ist hier jetzt Deutsch übersetzt. Also bei mir steht... Alter! Bei mir steht... Alter, Junge! Oh, jetzt hat mich Del Monte weggesnipert. Den machen wir nachher fertig. Sergeant Bilbo ist jetzt hier. Wie kann ich den rausschmeißen? Ein vorbeigetretener Spieler. Da musst du aber einen Moment warten, bis der beigetreten ist. Wie kommt der überhaupt rein, frage ich mich. Oh, hier läuft gerade der Track, der als, der ist geil. Ja. Ja. So muss man das hier, ja, zusammenfassen. So, wie komme ich jetzt, wie kann ich Bilbo rausschmeißen? Ach, der hat schon verlassen. Sitzung werden abgerufen. Ich weiß aber nicht, manchmal geht das auch nicht. Bei mir, ich habe es nicht gefunden gerade. Ich bin entweder zu doof gewesen oder, ist Bilbo, mir kann vielleicht jemand in den Kommentaren erklären, was ich falsch gemacht habe. Ist Bilbo der beste Hobbit? Tritt bei. Ja. Okay, Jungs. Der ist inzwischen Sergeant geworden. Moment mal, läuft hier gerade Jay-Z? Wo? Läuft der bei dir auf dem Bildschirm oder was? Radio, ja, der schwingt gerade sein Dödel. Nein, auf. Achso. Radio Gaga ist nicht von Jay-Z. Nein, auf Radio. Radio Gaga. Aha. Oh, bitches, motherfucker, Radio Gaga. Nein, so. Ich meine auf Radio Las Santos. Schwierigkeit gerade nach voll. Ja, Erich, schwer. Das ist eine Pipi-Mission. Pipi? Das ist echt Pipi. Easy. Pipi und AA. Ja, Erich, ja. Auch schwer die Mission. Erik. Warte. Einladen kann ich hier. Spielersuche ist offen. Warte. Auch schwer. Los. Okay, schwer. Wo ist denn hier schwer? Schwierigkeit. Schwer. So. Da kriegen wir nicht nur 1000 Erfahrungspunkte, sondern 1100. 500 ist ja 1,5. Oh, Entschuldigung, Herr Klugscheißer. Nee, ist nicht schlimm, dass du nicht rechnen kannst. Warte, ich mach mal so eine Raucherlache. Das merkt man an der Gehaltsabrechnung, weißt du? Ja. Minus 900. Hab ich mein Geld jetzt diesen Monat gekriegt? Bei mir ist ja, der geil, wir können schon wieder die Stadt fahren. In dieser Parodie von Köln 0815. Achso, ihr habt keine Karren, oder was? Bei Waititi mitgespielt. Wer, ich? Aber leider nicht als Darsteller. Sondern als? Als echte Person. Wir sitzen in deinem Auto. Wir können schon wieder in die Stadt fahren, ne? Ich bin in der Matsche gerade runtergefallen. Kollege Bratwurst. Ja, Mensch, da sind wir wieder. Hallo, Gronkh! Bei mir, ja, wie geht's Ihnen? Bei mir steht jetzt übrigens Steal the Meth. Bei mir, ich krieg englische Anweisungen jetzt auch. Bei mir steht also, Entschuldigung, du hast ja die Uncut-Version.
Die Ankack-Version. Danke, Tobi. Deswegen war das Wasser letztens auch so braun. Ich aber verstehe nicht, warum ich auf einmal alles in Englisch habe. Ja, das hast du auch schon mal. Das ist bestimmt ja. ein Spielfeature. Boah, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, ich habe mir so viele Hater jetzt angefangen, weil ich so nervig, ich finde mich sogar selber so nervig gerade. Es ist gut, dass du dich selbst nervig schon findest. Ja, das ist echt anstrengend. Also wenn du dir selber schon auf den Sack gehst, generell auch so im Leben, dann muss ja was dran sein. Ja, den Sack habe ich mir auf die Schulter gelegt. Siehste? Schon wieder. Es ist Nikolaus. Genau. Und der weiße Bart besteht nicht aus Barthaaren, Freunde. Das sind Flusen. Und Staubweben. Ist der Fluse dünn? Ach nee. Alter Schwede, ey, das ist echt anstrengend. Ja, weißt du, Sarazar, ich hab mir gedacht, du musst den beiden weißt doch auch. Ich muss doch ja mal in Unterhaltung hier in dieses Let's Play bringen. Ich kann ja ätzend sein. Ja. Ich muss doch mal Unterhaltung hier bringen. Oh nee. Aber ich hab euch beide doch lieb. Einer muss ja dieses Let's Play hier schaukeln, ne? Alter, mir ist ein bisschen schlecht, ich hab grad Kotze im Hals. Oh nee. Ihr wisst ja, wenn mein YouTube-Kanal nicht so läuft, wie er laufen soll, ja, mach ich nie wieder Videos. Ne? Tobi, wer sagte das eins? Harald Henkel. Die Kackpranze von, wie nennt man das denn? Ach egal, komm. Rallye-Streifen, so. Ja. Naja, er versucht ja davon zu leben. Ja, aber der hat mich gedisst und ich muss zurückdissen. Echt? Hallo? Wieso hat er dich denn gedisst? Wusste ich gar nicht. Der hat gesagt, dass der zuerst Omsi-Videos gemacht hat. Das stimmt gar nicht. Ach, stimmt. Machst du überhaupt noch Omsi-Videos? Der Omsi steckt zurzeit im Stau. Ach, guck mal hier. Ja, selbst also, wenn, wie schrecklich. Da scheiße, jetzt habe ich auf Tobi geachtet. Dennis. Ach, fuck, ja, ich muss dazu sagen, das muss ich noch mal ganz kurz ein offizielles Statement hier. Interessiert wahrscheinlich jeden. Ich brauche eine neue Karre, Mann. Und wieso hänge ich jetzt hier irgendwo? Hallo, dein Auto ist doch voll geil. Nee, Tobi ist auch ein bisschen schneller. Ja, Tobi, der über. Ja, fahr in den Baum. Ich bin so gut gefahren, da kommt der scheiß Tobi, bringt mich voll aus dem Konzept, der kleine Stricher. Den baller ich nachher weg. Machst du mit, Dennis? Sein Auspuff hat so gestunken nach Pipi und A! Das war nicht der Auspuff. Oh Gott. Boah, ey. Ich sag dir, heute ist der Teufel. Gib dem nie wieder Koks, du Idiot. Aber ich hab das Matt geklaut. Na, ich muss das mal sagen. Ja, das Mettbrötchen vom Metzger um die Ecke, oder was? Vom Stefan! Nein, ich muss sagen, wer mal so die Let's Plays von mir. Was war das denn? Ah, fuck it. Wer mal so die Let's Plays von mir und Tobi geguckt hat, der weiß, dass wir eigentlich wirklich spastisch sind. Aber der Tobi und ich hatten immer so Respekt vor euch. Aber ihr seid ja selber solche. War so langsam unerträglich. Alter, wir sind Pro-Gamer, Alter. Man kann ja nicht mal die Fresse Ich frag mich auch. Und er sagt auch, ich geh mir schon selber auf die Nerven, aber hey, wisst ihr was? Ey, wisst ihr, wenn du mal in Let's Plays guckst, wisst ihr, ich bin so geil. Das ist einfach der Hammer. Und wollt ihr nicht mal sagen, dass ihr der Beste bin? Hey, könnt ihr nicht mal gerade erwähnen, dass ihr der Beste wäre? Hey, Jungs, hey, habt ihr nicht mal Bock? Erik, ich bin voll cool, oder? Wir sind die besten Freunde. Ey, du alte Spatztante. Ich bringe euch gleich um alle. Allesamt. Ja, auf jeden Fall. Aber hintenrum dann mache ich euch wieder fertig. Und kill euch dann wieder, wenn ihr gerade in den Helikopter steigen wollt. Und dann sagt ihr mir, hey, ich fliege jetzt. Und ich töte euch alle. Ich gehe mir quasi schon selber auf die Nerven. Aber ich weiß gar nicht, wieso das so ist. Halt doch einfach deine Fresse. Du solltest bei Switch mitmachen, mein Guter. Okay, wow. ich bin jetzt mal ruhig. Ich bin, nee. Wenn, nein. Nee. Kannst ruhig reden. Scheiße. Dennis, rede ruhig. Mit dir macht das Spaß. Geil. Die Leute mögen das. The Meth wurde fallen gelassen, stand bei mir gerade. What a Meth. What a Meth. Cool, ich musste gar nicht machen. Ich darf ja, Leute, ich darf keine Witze mehr machen. Kommt das sonst die schlechte Witze-Polizei? Ach, du nee, bist du ein Witz. Du darfst schon noch schlechte Witze. Tobi, was hast du da gesagt? Ach, das ist Play Massive. Ich wollte dich gerade umbringen. Ist toll, wenn du mich umbringst. Ja? Ach so, okay, gut. Ich nehme die Maschine, Baby. Ich fahr dir mal hinterher besser. Ja, ist eine gute Idee. Alter Dennis, du Wichser! Entschuldigung, die Bremsen haben versagt. Nein! Schießt euch dein eigenes Auto kaputt! Oben drüber, ne? Ja, fahr einfach mal. Klappt. Weil da kommen aber gleich welche, pass auf. Ja, ich kümmere mich gerade schon um einen. Oh Mann, ey! Hier musst du ein bisschen aufpassen. okay. Hier über die Rampe, komm, hier über die Rampe, das machen wir jetzt. Warte, hier ist auch eine tolle. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich. Wir haben ja nicht genug Teamleben, die haben ja schon wieder welche verschabbelt, ey. So, warte mal. Fahr lieber hier hoch, Alter, dann sind wir safe. Ja. Erik, du wurdest. Ja, okay, hat sich erledigt. Okay, Gas geht. Wir fahren mal den. Boah, Alter, wie geil! Ich hab das Messpaket, Kinder. Ihr müsst mich beschützen. Ich hab Kinder. Boah, ich komm hier nicht hoch. Du musst alleine fahren. Ich komm hier nicht hoch. Warum hast du denn Pause? Alter, was war das denn schon wieder? Warum hast du Pause?
Alter, ich war gerade auf der Karte, du Wichser. Hör mal auf, mich dauernd anzufahren. Oh, fuck, Leute, du bist doch stehen geblieben. Boah, ey, du bist der schlechteste Teamspieler, mit dem ich jemals zusammengespielt habe. Das ist eine Katastrophe mit dir. Okay, ich hab's ja verstanden. Das glaube ich, niemals. Ich bin jetzt lieb. Wieder lieb. Dennis allein zu Hause, ey. Das ist echt eine Katastrophe, der Vogel. Boah, ey, ich hab so Magenschmerzen, weil ihr mich so nervt. Weil ihr mich zum Lachen bringt. Disst mal alle den Dennis in den Kommentaren. Oh Mann, ey. Tobi mit Mütze und Hut auf. Fett Tobi heute. Ja, echt, Tobi wieder mit Brille, stylisch. Fett Tony kommt heute raus. Nice. Ja, Freunde, ich wieder der Buhmann heute bin, der auf die Uhrzeit schauen muss. Nee, ich Dennis. Wir 40-Minuten-Folge gemacht haben. Dennis ist der Buhmann. Müssen wir uns jetzt leider verabschieden. Aber wir sehen uns wieder. $3000! Wow! $3000! Ey, geil, ich bin Level 15, cool. Oh, geil! Geil, $3000! Endlich mal ein Grund zur Freude nach dieser Level 15! 6 Kills, geil! Versprechen, in der nächsten Folge bin ich lieb. Glaube ich never ever. Das glaubt er auch selber nicht. Das naja, wir verabschieden uns für diese Episode. Bis dahin. Ciao. Alter, wenn ich den Dennis in die Finger kriege, ne? Also jetzt auf der Gamescom oder so. Da flutscht er. Ja, kannst du aber wissen, Alter. Die Gurgel flutscht da. Da geht's Raclette, sag ich dir. Drück ich raus wie ein Knopf aus der Puppe. Oh Mann, ey. Ach ja. Ja, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich.